Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen weiter bei Starshine Legacy Episode 3. Eine kurze Vorab-Info. Es tut mir leid, dass zwischen Part 1 und Part 2 so eine relativ große Pause war. Das lag ganz einfach an diesem Weihnachtsstress, der jetzt herrscht. Das ist unglaublich. Die Stadt ist voll. Und dazu musste ich auch noch länger arbeiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ohne großes Palaver machen wir jetzt weiter mit Level 6, die Bohrinsel. Anne prescht mit Concord davon, den Kopf voller Fragen. Sie muss die Darkcore-Bohrinsel erreichen und Dereks Fotos von Jessica und deren Schlägertypen zurückholen. Aber was ist auf diesen Fotos? Und warum will Derek sie um jeden Preis zurück? Sekunde. Dabei wollte sie doch nur das neue Glamour-Model werden. Warum läuft immer alles anders, als sie gehofft hat? Jetzt liegt's an ihr. Bohrinsel. Okay, hier bin ich also. Auf der Bohrinsel von Darkcore. Moment mal. Sind da nicht Jessica und Mr. Sans? Vielleicht kann ich sie belauschen. Wir müssen einfach nur unser Bestes geben. Und übrigens, du siehst wirklich unglaublich aus. Und, wie mache ich mich? Du machst dich hervorragend, Concordlein. Nun, Prinzessin der Finsternis, wir müssen diese Seelen weiter stoppen. Der Bund ist noch nicht vollständig, aber wir haben das Siegel noch nicht gefunden. Die Zeit läuft. Er läuft uns davon. Hast du das deine getan, um die Seelenreiter aufzuhalten? Ja, meine Männer haben mir die meisten der Fotos beschafft. Aber diese Idioten haben 4 Bilder verloren, die wir noch finden müssen. Wenn wir alles beisammen haben, habe ich die Macht über Anne. Concord. Das werden wir ja sehen. Entschuldigt die Mikroruckler, ihr kennt es ja mittlerweile. Oh nein, ich muss die Fotos unbedingt vor Jessica finden. Bestimmt sind es irgendwo auf der Bohrinsel. Ja, soweit war ich dann auch schon. Gut. Ich komme nicht an der Wache vorbei. Ich muss sie irgendwie weglocken, aber wie? Vielleicht kann ich ein Geräusch machen, indem ich einen Zweig zerbreche oder so und sie dazu bringen, hinzugehen und nachzusehen. Na gut, der Wald sollte voller Zweige sein. Schau hinter den Bäumen nach. Gut, aber ich werde Concord gerade mal woanders abstellen, um mich schneller auf ihn setzen zu können, wenn ich gleich abhauen muss. So. Hier ist ein Zweig. Genau. Kein Zweifel, der Typ hat es gehört. Er kommt und ich werde bestimmt nicht auf ihn warten. Das werden wir auch nicht. Wir werden uns jetzt schon aus dem Staub machen. Schon sehr gut an. So, jetzt mal mit Anlauf. So. Ich bin drin. Jetzt kann ich nachsehen, wo die Typen die Fotos hingelegt haben, die Jessica so sehr will. Richtig. Deswegen werde ich gerade mal das Pferd hier abstellen, die Fotos suchen. Hier liegt eins von Dereks Fotos. Jetzt muss ich nur noch die 3 anderen finden. Genau, und vorher nehmen wir noch dieses Sternchen da hinten mit, das da so schön um die Ecke liegt. Da ist das zweite. Toll, hier ist noch eins von Dereks Fotos. Hab ich ein Glück. Hier ist noch ein Foto. So, und das letzte ist irgendwo. Ach, komm schon, nicht festbacken. Oh Gott, da ist ein Typ. Den habe ich jetzt erst gesehen. Ich bin gar nicht da. Da ist noch ein Stern. Bin ich jetzt vollkommen blind? Da ist es. Gott sei Dank, das letzte Foto. Aber bevor ich von hier abhaue, muss ich herausfinden, was Jessica und Mr. Sun zum Schilde führen. Ja, und dafür müssen wir jetzt Concord wiederholen. Oh, da ist noch ein Typ.
So, den Schalter da betätigen und nach oben fahren. Und rüber. Das sieht... Ja, bleibt stehen. Es sieht wie ein weiter Sprung aus, aber wenn wir schnell reiten und du so weit springst, wie du kannst, müssten wir es schaffen. Gut. Nein, 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 nein. Komm, lauf. So, dann suchen wir die beiden mal. Au, 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 nicht so schnell. Den Stern da lasse ich gerade mal außen vor. Ich denke mal, da vorne auf der Bohrinsel sind sie. Und diese Bohrinsel dort werdet ihr aus Star Stable Online bestimmt schon kennen, wenn wir in der Mitte stehen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir den Absprung gut hinbekommen, dürften wir es schaffen, über die Zäune zu springen. Hey, was ist das? Sieht aus wie eine Art Tor oder Portal. Und da sind ja Jessica und Mr. Sands. Aber wir müssen jetzt einen kleinen Umweg nehmen. Ich war ein bisschen zu früh abgesprungen. So, einmal außen rum. Da geht's rein. Dieses Drehtor macht mich ganz schwindelig. Allein vom Hinsehen geht's dir auch so, Concord. Ich weiß, wie du dich fühlst, Prinzessin. Gut, dann gehen wir mal einen Schritt näher ran. Jetzt werde ich das Tor öffnen, ein Strudel erzeugen, damit ich meine übermächtigen Kräfte erlange. Und dann gnade euch Gott, ihr Seelenreiter. Ich werde euch alle vernichten. Garnet möge sich wieder erheben. Wir müssen sie aufhalten, aber was können wir tun? Mir reicht es jetzt. Bring mich möglichst nah an diese Prinzessin der Finsternis und Mr. Sands heran. Wir werden ihrem bösen Plan ein Ende machen. Ach, was soll's, sterben müssen wir alle mal. Klingt ja tröstlich. Du hässliche Kröte, du wirst mich niemals aufhalten. Ich bin die Prinzessin der Finsternis. Ach ja? Hier, wohl bekomm's. Bam! Tschüss. So eine Frechheit, mich hässlich zu nennen. Das wird ihnen wohl eine Lehre sein, sich nicht mit uns anzulegen. Ich frage mich, wer dieser Garnok sein soll. Aber jetzt nicht wie zurück nach Jorvik. Ich habe den Mädchen so viel zu erzählen und ich muss mich für den Dressurwettkampf morgen vorbereiten. Wie sehe ich aus, Concord? Makellos wie immer, Anne. Und ich? Ich fürchte, meine Mähne ist leicht verstrubbelt. Könntest du die bitte für mich richten? Aber gern, Concord. Nach diesem Abenteuer müssen wir doch vor den anderen eine gute Figur machen. Ich sag's ja immer wieder, man darf sein Äußeres nie vernachlässigen, sonst ist es mit der Eleganz rasch vorbei.
so ein arrogantes Pferd. Level 6 wurde abgeschlossen. Gut, wir speichern. Und machen uns direkt auf zu Level 7. Der Wettbewerb. Anne kommt sich vor wie nach einem bösen Traum. Sie ist sich immer noch nicht sicher, ob all diese Geschehnisse auf der Bohrinsel tatsächlich passiert sind. Hat sie Jessica und Mr. Sands wirklich besiegt? Concord hat sie durch dieses Tor gestoßen, aber wo sind sie gelandet? Und wo kamen sie überhaupt her? Egal, jetzt wo Jessica fort ist, steht ihrer Karriere bei Glamour nichts mehr im Weg. Hoffentlich kann sie Derek beim Dressurwettbewerb ordentlich beeindrucken. Das hoffe ich natürlich auch. Der Wettbewerb. Wow, dieses Outfit steht mir einfach fantastisch. Bei diesem Aussehen kann Derek doch wirklich nur mich und keine andere als Model für Glamour No. 5 auswählen. Aber ganz sicher ist das erst, wenn ich diesen Dressurwettbewerb gewinne. Wir müssen einfach nur unser Bestes geben. Und du hast recht, du siehst wirklich umwerfend aus. Und wie mache ich mich? Wie immer perfekt, Concord. So, mit den Schnacken können wir nicht mehr, also satteln wir direkt auf. Die Regeln für den Dressurwettbewerb sind einfach. Sie reiten bestimmte Dressurlektionen, zum Beispiel Wendung und Piaffen. Die Richter geben bei jeder Lektion Punkte. Am Ende werden die Punkte addiert und wer am meisten hat, ist der Sieger. Es können maximal 100 Punkte erreicht werden. Bei gleichem Punktestand gewinnt derjenige Reiter, der den Parcours in kürzerer Zeit geritten ist. Sie müssen jede Lektion innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne ausführen. Andernfalls werden sie angewiesen, mit der nächsten Lektion fortzufahren. Außerdem haben sie 30 Sekunden Zeit, um eine Lektion zu beginnen. Sonst steigen sie aus dem Wettbewerb aus. Die blauen Pfeiler auf dem Boden geben Hinweise darauf, wie eine Lektion zu reiten ist. Ein blauer Stern zeigt den Startpunkt einer Lektion an und ein zweiter blauer Stern deren Ende. In der Regel vergeben die Kampfrichter pro Lektion 0 bis 10 Punkte. Für eine einfache Lektion gibt es weniger Punkte. Für eine 90-Grad-Wendung können sie zum Beispiel maximal 3 Punkte erreichen, für eine 180-Grad-Wendung maximal 4 Punkte. Und nicht die Blumenkübel auf dem Viereck umreiten, sonst gibt es Punktabzug. Und nun viel Glück, möge die Beste gewinnen. Das kannten wir zum größten Teil schon. Aber wir kennen ja unseren Hermann. Gut.
Das war's. Juhu, ich hab's geschafft. Ich hab den Dressurwettbewerb gewonnen. Ich bin die Beste. Ja, war ja auch so schwer. Herzlichen Glückwunsch der stolzen Siegerin. Wow, Anna, du siehst hinreißend aus in diesem Reitdress. Hinreißend genug für ihr Magazin? Du hast recht, die Firma hat sich für dich entschieden. Du wirst das neue Gesicht für Glamour Number 5. Aber sie sagten doch, dass sie nicht nur für die arbeiten. Stimmt, ich bin auch für die Regierung tätig. In Jorvik sind seltsame Dinge im Gange und man hat mich losgeschickt, um auf dich aufzupassen. Nicht, dass ich mich darüber beklagen würde. Das hier ist der beste Job, den ich je hatte. Vielleicht können Sie mir ja dann etwas mehr über Jessica und Mr. Sand sagen. Woher kommen Sie und was hat es mit diesem Siegel auf sich, von dem die beiden gesprochen haben? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Wir wissen nur, dass unsere Geheimsatelliten enorme Energieströme registriert haben, entschuldigt, die von der Bohrinsel kommen. Daran ist natürlich an sich nichts Illegales, aber wir fürchten, das ist erst der Anfang einer sehr großen, üblen Sache. Na, anscheinend passieren jedem von uns hier die merkwürdigsten Dinge. Die einzige, die noch nichts derartiges passiert ist, ist Alex. Apropos, mein Gott, es fängt wieder an. Ich habe ein Foto von ihrem Pferd Tinken gemacht und das kommt mir irgendwie auch merkwürdig vor. Ich denke, was immer hier am Brodeln ist, hat auch mit deinen Freundinnen zu tun. Der Anfang einer großen, üblen Sache. Garnok etwas damit zu tun hat? Naja, heute werden wir das nicht mehr rausfinden. Hey Derek, möchten Sie heute Abend mit mir essen gehen? Oh, wow, ja sicher, gerne. Also los, gehen wir. Und damit sind wir am Ende von Episode 3 angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt noch kurz der Abspann. Alles ist gut. Die bösen Schurken scheinen für den Moment von der Bildfläche verschwunden zu sein. Anne und Concord sind in Sicherheit und eine Modelkarriere ist in greifbarer Nähe. Trotzdem spüren die Mädchen, dass die seltsamen Vorkommnisse noch lange nicht vorbei sind. Dunkle Wolken ziehen auf und als das letzte Mädchen gerade beginnt, seine Bestimmung zu entdecken, bringen die Winde Nachricht von dunklen Intrigen und bedrohlichen Geschehnissen in Jorvik. Gut, Freunde, Episode 4 folgt in den nächsten Tagen. Mit Star Stable wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich bis Neujahr. Ich bin mir noch nicht genau sicher, weil ich mir jetzt eine Kreditkarte beantragt habe, um Star Stable wieder bezahlen zu können. Aber dazu gibt es bald noch Update-Videos. Jetzt wünsche ich euch am Donnerstag erstmal ein schönes Weihnachtsfest. Esst gut, lasst euch reich beschenken und ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage und dann sehen wir uns kurz vor Silvester nochmal. Lasst einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat oder nicht. Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und bis dann.